Willkommen zurück hier in Minecraft. Letztes Mal haben wir erfolgreich herausgefunden, wie der Alchemieofen funktioniert, wie man Dinge verbrennt, um Aspekte zu generieren. Wir machen auch gleich nochmal weiter damit. Eigentlich wollte ich noch was anderes tun, aber wir brauchen doch unbedingt noch die automatische Alchemie, damit man die Aspekte, die wir in den Gläsern haben, überhaupt dafür benutzen können, Sachen wie den Nitor und die Sachen herzustellen. Das heißt, wir brauchen dafür Schreibtisch und Papier. Und dafür benötigen wir wiederum Papier. Und dafür brauchen wir Zucker. Das heißt, wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf. Machen wir erstmal hier. Kann Steine rein, das rein, das haben wir da hingestellt, haben wir noch Steine und Holz haben wir auch noch, wenn wir das raus tun, dann können wir das Holz hier rein. Holziges. Nee. Hier packen wir das ein Besiegelte, der kommt da eigentlich auch hier mit rein. Das Glas kommt auch hier mit rein. Das kommt hier mit rein. Das Gold kommt hier wieder hin. Sand. Erde. Das weg, das weg, das weg. Silberholz. Ist da eigentlich auch noch hier mit rein. Einfach kein Platz. Ne? Gar keinen Platz. Silberholz erstmal hier rein. Feuerzeug brauchen wir momentan auch gar nicht. So. Das heißt, wir brauchen vor allem Zuckerrohr. Dann werden wir uns ein bisschen Zuckerrohr suchen. Können wir mal zur Abwechslung wieder ein bisschen fliegen. Immer noch kein Jetpack gebaut. Gucken mal, in welche Richtung wir fahren werden. Fliegen. Rechts gibt es hier nichts Schönes. Wir müssen vor allem auch noch. Oh, es bewirft uns einmal mit irgendwas. Das müssen wir erstmal hier unterbinden. Bitte Zombies überall. Machen wir gemein hier auf den Berg drauf. Jetzt gucken wir nochmal. Wir können ein bisschen weiter. In diese Richtung. Warum nicht? Also wir werden einfach mal in diese Richtung uns begeben. Und nach Zuckerrohr suchen. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Wüste. Das wäre ja wunderbar. Alles so Dinge, die wir noch brauchen. Hier gibt es auch noch spezielle Pflanzen. Und da sehen wir zum Beispiel, auch weil wir die Brille jetzt aufhaben, da ist wieder ein Aspekt. Eine Nudi ist das. Da werden wir mal gucken. Sieht nach einer grünen aus. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber die nehmen wir einfach mal trotzdem mit. So, was haben wir denn da drin? Luft und Erde. Luft und Erde. Luft und Natur, Terra. Natürlich wieder ein paar Punkte. Ja, auch nicht verkehrt.
noch keinen unseren Zauberstab mitgenommen. Den hätten wir mal mitnehmen sollen. Ah, ich könnte eigentlich hier am Luft und Erde auch noch einen Punkt machen. Luft, Terra. Was, so eine Farbe. Geht doch nochmal eben zu unserem alten Haus und nehmen unseren Zauberstab noch mit. Wo ist denn der Zauberstab? Achso, der Zauberstab ist oben drin. So, da fehlt ja beim Feuer Wasser noch wieder. Gleich nochmal zurück teleportieren zu dem neuen Luftterra und hier aus weitergehen. Immer nach der Suche nach neuen Abenteuern hier. Auf der Suche nach neuen Abenteuern. Leider jetzt zum Beispiel kein Zuckerrohr. Dann machen wir ja diese Folge auch mal wieder was anderes, nicht nur die ganzen Sachen erforschen, sondern wir erkunden wieder ein bisschen. Da ist zum Beispiel ein bisschen Zuckerrohr. Das können wir doch gleich mal einpacken. Da haben wir auch was. Wasser. Sieht mir ganz nach Wasser aus. Da ist aber Ordnung drin. Wasser und Ordnung. In dem Fall. Wir haben es eigentlich auch nur wieder Feuer in unserem Zauberstab. Das ist wieder fast voll. Dann haben wir hier 9. Wasser. Ordnung. Speichern wir. Und wir gehen wieder weiter. Jetzt noch Zuckerrohr. Das Schlimme an Minecraft ist ja, man kann so viel tun. Wir kommen irgendwie gar nicht voran. Wir wollten noch ein neues Haus bauen und mal umziehen. Werden wir auch eine kleine Farm noch anlegen von der Zuckerrohr. Das muss mal jetzt laufen dafür. Und hier sieht es mir auch schon wieder nicht so aus. Oh, den ist wieder was. No, die. Aber ich sehe einfach noch keine. Hier ist wieder Pilz. Pilz ist ja auch immer so wunderschön, ne? Oh, und wir haben uns vergiftet. Und da ist wieder Wasser auch. Wofür ist es gar kein Wasser? Das ist was Grünes eher. Da war natürlich auch nichts dabei. Nochmal eben ein bisschen Erde abbauen. Noch mal ein bisschen ran, weil mal gucken, was da so drin ist. Immerhin 3 Sachen. Nehmen wir Terra, Wasser und Ordnung. Das ist sogar zum Beispiel eine Nudel, die könnte man gut mitnehmen. Oh, Entschuldigung. Schon wieder diese Hustenanfälle hier.
neu. Also Terra, Mittelerde, Wasser, Ordnung, ja, Wasserordnung. So, in diesem Farbspektrum. Es wird auch schon wieder dunkel, leider. Hier in diesem Biom kann uns aber in der Dunkelheit nichts passieren. Da ist im Dunkeln hier keine Kreatur spawnen. Auch tagsüber nicht. Hier gibt es auch keine Gegner. Pilzgebieten. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt nachts hier durch ein Pilzgebiet wandern. Natürlich wieder ein bisschen dunkel. Und leuchten ja diese Bienenkörbe auch immer. Fliegen wir mal ein Stück. Und da haben wir auch schon wieder den nächsten Nodi. Sieht das nach einer Ordnungs-Nodi aus. Vielleicht schaffe ich es auch noch mal hier hoch. Hier hätten wir Ordnung, Luft und Aliens drin. Ist auch ein sehr schöner Nodi. Ordnung, Luft und Aliens. Hier ist ein riesiges Gebiet von den Pilzen. Geronimo! Und wir fliegen, gleiten noch ein Stückchen. Da ist unser Haus, 2 Kilometer entfernt. Hier ist noch ein magischer Wald. Ist hier eine Nodi. Mit 126 Ordnung drin. Machen wir mal viel Ordnung von. Hier sind natürlich wieder Gegner. In so einem magischen Wald. So. Aua. Also ich habe auf jeden Fall auf Mittel den Server gestellt. Auch wenn man das jetzt gar nicht so merkt. Weil so viel Schaden machen die doch noch nicht. Vielleicht sterben wir den doch noch mal auf schwer. Obwohl der hier hat schon Schaden gemacht. Irgendwelche Sachen sind auch immer schön. Und vor allem viel mehr Feuer. Wir werden noch mal ein bisschen laufen. Wow. Hilfe. Das Wasser wieder. Sieht mir zumindest nach Wasser aus. Wasserordnung ist hier drin. Und Sano haben wir bekommen. Meine Herren. Spinnennest. Also, wir haben aber trotzdem Samen irgendwo herbekommen. Okay. Das ist natürlich auch immer der Nachteil von Nacht, dass sich da die Kreaturen nerven. Wie
wie viele Kreaturen es auch wieder mal sind. Wir laufen noch ein Stückchen, wir gucken noch mal rauf. Wir sind doch schon wieder ein Stückchen gelaufen. Wir laufen noch mal ein bisschen weiter. Machen wir mal wieder 20 Minuten lang ungefähr den Part. Da haben wir Feuer. Ich glaube, das ist auch die erste Feuer, die wir finden. Wenn das Feuer ist, wäre das wunderbar. Es ist Feuer. Feuer, Terra. Ne, gar nicht mal Feuer. Reditor, Zerstörung und Ordnung. Okay, Feuer, Luft haben wir noch. Okay. Feuer, Ordnung, Zerstörung. Wenn wir natürlich auch gleich nochmal das Feuer rausholen. Der Zauberstab ist dann auch wieder fast voll. Hier haben wir nochmal Zerstörung und Ordnung, genau daneben, aber dafür brauchen wir nicht extra noch einen machen. Oh, das war ein Leck. Da ist das neue Haus in 2 Kilometern Entfernung. Machen wir noch ein bisschen weiter in diese Richtung hier, da wäre wieder eins. Wow, und wir sind gestorben. Das haben wir wieder wunderbar gemacht. An der Stelle verabschiede ich mich dann auch wieder und sage, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.